Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us und dem Beagle. Ja, das zweite Mal The Last of Us. Diesmal das Remake. The Last of Us Part 1 nennt sich das Remake. Es ist kein Remastered, es ist wirklich ein Remake. Angepasst an den Titel The Last of Us Part 2, damit es zusammengehört. Es wurde von Grund auf neu gebaut. Sieht man hier schon im Bildschirm. Das Fenster ist viel detailreich, die Blätter und alles daran. Wunderschön. Ich hatte eigentlich schon mal angefangen aufzunehmen, aber ich habe viel zu viel gelabert vorneweg, also habe ich jetzt nochmal angefangen. Was kann ich euch über das Spiel sagen? Also, entwickelt wurde es von Naughty Dog, gepublished von Sony, ist ein PlayStation und 5 Exklusivtitel im Moment noch. Es soll für PC noch rauskommen. Und erscheint am 2.9.2022. Ich habe den Donnerstag davor. Ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich es bei meinem Laden schon abholen konnte. Und damit heute schon aufnehmen kann am Donnerstag. Ich werde euch das artig am Freitag dann hochladen. Ich freue mich auch sehr auf das Abenteuer, es nochmal machen zu können. In neuem Gewand. Es wurde von Grund auf neu aufgebaut, hatte ich ja schon gesagt. Kurzer Appell. Ich weiß, es gab im Vorfeld zu diesem Spiel wahnsinnig viel, ich sag mal, Diskussion, aber auch Kritik. Enttäuschungen, dass The Last of Us einfach jetzt nochmal neu aufgelegt worden ist, weil im Grunde ist das Spiel noch nicht alt. Kann man sich jetzt auch drüber streiten. 2003, aber zwischen 2013 und 2022 liegen für die Spielewelt nun mal Lichtjahre. Wenn man sieht, was die heute können, das hätten wir uns 2013 so nicht vorstellen können. Glaube ich nicht. Und wenn, dann waren es halt die, die sowieso schon die Vision für die Zukunft für Videospiele hatten. Ich werde es genießen. Ich hoffe, ihr genießt's. Ich werde auch soweit sonst nicht darauf eingehen, außer bittet den Appell, genießt es, macht's nicht schlecht. Jeder darf seine Meinung dazu haben. Ich glaube auch, dass wir alle erwachsen genug sind, zu sagen, entweder man kauft sich's oder man kauft sich's nicht. Man muss nicht jeden direkt anfeinden, der es wirklich gerne haben möchte. Was ja im Moment leider echt oft auf Social Media passiert, aber das ist ja nicht nur bei The Last of Us so. Gut, wir starten jetzt. Kurzer Hinweis zu Left Behind, werde ich diesmal ins Spiel selbst integrieren. Ich werde es zwar nach dem Spiel erst aufnehmen, aber im Spiel integrieren, an der Stelle, wo es reinpasst, nämlich nach dem Universitätenteil. Spoilermäßig werde ich mich diesmal auch nicht so zurückhalten wie in Teil 1, dem Remastered Teil 1. Ja, ihr wisst, von 2013 eben. Das könnt ihr bei mir auf dem Kanal nämlich auch gucken. Da habe ich mich gänzlich zurückgehalten. Wir genießen das jetzt als Rerun quasi. Im neuen Gewand. Und wir starten das Spiel. Ich gehe davon aus, dass ich keine Ladezeiten mehr da drin haben werde. Also, Heartbreaking Prolog in 3, 2, 1. Noch nicht. Cool. Kamera, Hilfe, endgültiger Tod aus. Ja, das ist wie in The Last of Us. Zwei, meine ich natürlich. Doch, Ladezeiten? Naughty Dog, was ist los? Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich.
Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Biest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich spiele mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist so... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Und da sind wir. Habt ihr die Details gesehen? Wie er so ganz leicht mit dem Kopf an ihren Kopf sich gelehnt hat oder ihr das Haar aus dem Gesicht, gewischt hat. Wow. Und das sieht fantastisch aus. Also ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Warum stellt man sich einen Sandsack dahin? So da in die Ecke, meine ich. Naja. Ist die... Die Karte ist noch da. Verdammt. Yes. Die habe ich total vergessen. Macht nichts. Ich möchte sie diesmal noch mal lesen, ohne Fehler. Herzlichen Glückwunsch! Du bist kein Fossil. Noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Alles schön, du bist nie da. Also schön, du bist nie da. Schon wieder, Mensch. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Papst. Hab dich lieb, Sarah. Ich glaube, das mit dem also schön... mit dem Fehler habe ich noch drin vom ersten Mal. Da habe ich ja so einen heftigen Sprachfehler gehabt. Dad? Kann ich hier rausgucken? Indeed, ich kann hier rausgucken. Warum hat man Entenbilder? Der Nachteil an einer so schönen Grafik ist, dass ich Fragen zu den Bildern habe. Warum sollen die Kugelfische dir beim Piepen helfen, oder wie? Nein, so ordinäres Zeug werde ich hier nicht von mir geben. Reicht schon, wenn ich meine Ausraste habe. Texas Herald. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Die behördlichen Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Übrigens ist das die Erklärung, wie das hier rübergekommen ist. Die Behörde setzt ihre Untersuchung von möglicherweise mit Schimmelpilz befallenen Früchten im ganzen Land fort. Ursprüngliche Listen, die landesweit an den Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor aus Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Fortsetzung auf Seite 3. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Eine Begegnung mit der örtlichen Polizei endete gestern Abend blutig, als die Polizei auf mehrere Notrufe im Westlake Hills reagierte. Als die Beamten bei ihrem Eintreffen einen grausigen Tatort vorfanden, wurde sie von Sandra Rivers, die sich ohne Wissen der Polizei auf dem Gelände aufhielt, gewaltsam angegriffen. Der Text ist doch anders, oder? Aber ja, das mit den Pflanzen, mit den Früchten, Daddy? Und dergleichen ist indeed die Erklärung für alles.
Ist das ein Pferd? Ach, egal. Da hängen Sarah-Bilder. Bist du hier? Dann, wo bist du? Ich bleib immer noch dabei, dass Joel unglaublich schlampig ist. Es scheint, dass in der Nähe. Ja, das ist in der Nähe. Was war das? Oh, das sieht jetzt viel subtiler aus. Im ersten Teil hat es so richtig Knallboom gemacht. Was hat der denn da stehen? Joel? Was hast du zu beichten? Was für Pillen sind das? In Teil 2 haben wir Abby... Ach, arme Sarah. In Teil 2 haben wir mit Abby ein kontaminiertes Krankenhaus besucht. Was ist bloß los? Oh, wie geil. Ja, mal gucken, wie viele Folgen ich brauche, um darüber hinwegzukommen, dass dieses Spiel einfach grafisch 25 Sprünge gemacht hat. Da haben wir ein bisschen was über da haben wir Ground Zero quasi besucht und ein bisschen was über die Anfänge gelesen und die waren nicht schön. Ich komme heute spät nach Haus. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Papa. Ich weiß ja nicht, ob... Wo ist er? An Kindern darf nichts in der Form verkauft werden, oder? Hm. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Klassiker. 35% Akku. Aber ist ja auch schon spät abends, ne? Also spät abends habe ich auch immer so meine Probleme. Oh, guckt's euch an. Eieiei. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Oh, das sieht so Nein, fantastisch aus. Halt dich von den Türen fern. Du hast Türen gesagt, nicht Fenster, okay? Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Upsala. Bin schon weg. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Es sind so viel mehr Details da drin. Oh, verdammt, was? Du, weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Scheiße, sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Hi, Tommy. Sagst du mir, was passiert ist? Spät. Wie siehst du aus? Hi, Sarah. Hi. Wie geht's dir, Liebes? Ach ja. Ganz gut. Ich schwärme für eure Optik. Hast du das Radio an? Ja, klar doch. Okay. Danke. Kein Handy. Oh mein Gott, das ist so toll. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sind wir hin? Oh, ich mach mich mal wieder an. Das Militär baut Straßensperren auf. Mhm. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Ich finde ja geil. Wie viele sind denn gestorben? Viele. Glaube ich. Meine Familie lag völlig Tommy! Tommy! Ja. Sorry. Sie ist ein Kind. Sie wird noch früh genug in die Real. Sarah nicht. Das weiß niemand. Es passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Oh no. Das will ich mir angucken. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Oh, die Details. Meine Mutter hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir.
Okay. Ach Gott. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Tja. Okay, davon wird mir schlecht. San Antonio. Ich finde ja, in Amerika haben die Sachen so geile Namen, so wie Hillcrest. Oder was hatten wir da? Irgendwas mit Mountain hatten wir dort. Wie kannst du das nicht machen? Oder Rivers County und so ein Kram. Ach du Scheiße. Ey, komm. Ah! Was zum Teufel war das? Oh, ist der letzte Mal auch schon ging. Dreh hier, dreh hier. Ihr Lieben, ich habe so oft das Gefühl, dass neue Details da drin sind, komplett. So Sachen, die vorher noch nicht drin waren. Wir können hier nicht. Und das sind alles nur Kleinigkeiten. Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Gib uns weg. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Na komm. Mach die Augen zu, Kleines. Oh Gott, oh Gott. Lauf weiter! Ja, Entschuldigung, ich bin gerade nur so fasziniert. Nicht hinsehen, Sarah. Warum machen Sie das? Sie haben doch nur mich an meine Frau. Dich hier raus. Versprochen. Ach, Armadillo Theater. Bis auf Dawn of the Wolves werden wir wohl nicht erfahren, was darin noch so vorkommt. Ich weiß ja schon, dass wir hin müssen. Ja, ja. Hier lang, durch die Gasse. Wir werden den Prolog jetzt auch noch zu Ende spielen. Los! Scheiße, Lappen! Ich weiß doch, was passiert. Trotzdem. Wir sind fast da. Ich befürchte, ich werde niemals nicht heulen. Lauf, mach, was ihr wegkommt. Komm schon. Komm. Bewegung. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell. Ehrenbruder, Ehrenbruder. Mein Gott, sieht das geil aus. Ich blende mich jetzt mal nicht ein. Oh, hinter mir, die Schatten. Sie kommen näher. Weiß ich, Sarah, weiß ich. Dad? Ich weiß. Du bist so schwer, Kleines. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp! Bitte, meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind
nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Die Arschlöcher noch. Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Ah.
Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, dann sollten wir uns beeilen. Ah, die Cutscene zwischen Tess und Joel war genau das, was ich brauchte für meine Augen. Ich kann einfach niemals nicht heulen, wenn das mit Sarah ist. Es ist ja auch einfach das denkbar Schlimmste, was einem als Elternteil passieren kann. Ich selbst bin nicht Mama und trotzdem kann ich so sehr nachvollziehen. Das war scheiße. Aber ja, wir haben damals mit Abby einige Berichte gefunden in einem Ground Zero Krankenhaus, wo des Öfteren davon die Rede war, dass die Eindämmung dadurch geschehen ist, einfach wahllos Menschen umzubringen. Und wie wir je sehen, 20 Jahre später, hat das nicht sonderlich gut funktioniert. Auch haben wir zwischendurch hier bei dem, als der Song lief, der so markante, gelesen, dass L.A. jetzt unter Kriegsrecht steht. Das ist ja so ein Ding in Amerika. Die ganzen Bundesstaaten können in irgendeinem Zweifelsfall sich unabhängig erklären und haben damit nichts was zu tun. Dann wollen die auch gar nichts mehr mit Amerika an und für sich zu tun haben. Ich weiß gar nicht, ob das hier in Deutschland dann auch so heftig wäre, dass jetzt zum Beispiel so mal Hessen sagt, nee, das ist uns zu doof, dann sind wir halt kein Teil mehr von Deutschland. Ich glaube, wir können das in dem Sinne gar nicht so gut nachvollziehen, weil wir nicht so groß wie Amerika sind und die haben ja 21 Bundesstaaten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Aber die haben halt echt heftig viele Bundesstaaten. Groß. Teilweise ist ein Bundesstaat so groß wie ganz Deutschland. Heftig. Und es ist und bleibt immer wieder heftig. Und die Grafik ist heftig. Entschuldigt, ich komme nicht drüber hinweg, wie geil es aussieht. Also jetzt vielleicht nicht diese Gosse, okay? Die Gosse sieht einfach wie eine Gosse aus, aber die Details. Gut, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Sind immer schon bei 27 Minuten. Das war der Start vom Remake von The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hinterlasst mir gerne einen Kommi. Hat es euch schon wieder so gepackt mit Sarah? Tommy sah deutlich jünger aus als in der 2013er Version. Joel irgendwie nicht. Joel sieht hier aber... Ich finde es ja witzig. Joel sieht irgendwie jünger und älter zugleich aus, während Tess deutlich älter aussieht. Aber von 2013 ist das Original und ich war jetzt 2022 heftig überrascht, als ich gelesen habe, dass Annie Wishing, bekannt aus 24 und Vampire's Diary, Tess gespielt hat. Ich finde, jetzt erkennt man es vergleichsweise viel besser als vorher, dass es Annie Wishing ist. Oder Wishing oder wie auch immer man sie ausspricht. Ich finde es toll. Ich liebe es jetzt alles daran. Mal sehen. Ich habe ein paar Szenen im Kopf, wo ich das Gefühl habe, die werden richtig heftig werden. Schauen wir mal. Also, habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.